geglaubt haben. Er selbst hat's geglaubt. Bis zuletzt. Wenn du mir nicht die ganze Zeit auf die Waden gaffst, dann kannst du ja sehen, was ich mache. Ich beiße. Wenn einmal die Schwarzen da sind, dann wird jeder, der Jude ist, auf der Stelle geholt. Wo ist sie? Wer? Eine Schwester. Ich habe keine Schwester. Wo ist die Barbie? Warum? Der Urlaub. Hat deine Augen auf sie. Die Soldat ist doch keine Vogelscheuche. Ich bin ein Jud und sich beliebt machen. Warum ein Bess? Warum bin ich feige? Weil du Jud bist. So, und jetzt gehe ich. Aber nicht zu Barbie. Findest du sie am Recht? Fang jetzt nicht wieder an. Vielleicht haben sie recht. Meinesgleichen sagen sie, hat kein Gefühl. Wer sagt das? Ich gebe zu. Das mit den 50 Pfund für die Lehre, das war eben, weil ich nicht in meiner Werkstatt wollte. Und ich wusste ja, es wird nur Unannehmlichkeiten bringen. Das ist toll, dass du mein Freund bist. Dein erster Stuhl, wie findest du ihn? Jeder rechte Stuhl ist verzapft. Nur was Geleimnis geht aus dir. Das ist dein erster Stuhl. Nicht dieser, der andere. Welchen Stuhl hast du gemacht? Schau sie dir an. Diesen? Oder diesen dort? Ich. Hast du verzapft oder nicht? Jeder rechte Stuhl ist verzapft. Hörst du's? Nur was geleimt ist, kann auf dem Leim gehen. Sie wissen genau, was wahr ist. Sie sitzen drauf. Ich bin nicht schuld, dass sie ihn geholt haben. Schlaflosigkeit? Manchmal. Aha. Aber nicht deswegen. Ein Hörer! So ist gut, mein Freund, so muss es tönen. Dass jeder Jud in den Boden versinkt, der den Namen unseres Vaterlandes hört. Warum ist euer Sohn ein Jude? André ist unser Pflegesohn. Dabei habe ich bloß gesagt, ich kenne den Jud und die Wahrheit wird man in Andorra. Ich habe das kommen sehen. Ich habe das kommen sehen. Schweig! Weil ich Jude bin. André! So sag's doch. Jude! So ist es doch. Ich hab gelogen. Jetzt will er heiraten. Ja, seine eigene Schwester. Ich lache. Armin? Ich meine, sie sind, umso wohler fühle ich mich in meinem Hass. Hass macht geduldig und hart. Eines Tages, da werde ich es ihnen zeigen, seit ich sie hasse. Ich hasse ihr Land, dass wir verlassen werden. Ihre Gesichter alle. Ich liebe einen einzigen Menschen. Und das ist genug. Eben. Ich hab getrunken, André. Die ganze Nacht. Von dir die Wahrheit zu sagen, Papi. Verschwender! Das ist nicht wahr. Verschwender, oder ich mach dich zur Sau! Ich hab ja nicht gewusst, dass er keiner ist. Immer hat es geheißen, er sei einer. Aber ich habe ihn nicht getötet. Ich habe nur meinen Dienst getan. Order ist Order. Kämen wir hin, wenn Befehle nicht ausgeführt werden. Ich war Soldat. Ich will mich nicht beliebt machen. Ich werde mich wehren. Warum? Weil ich Jude bin. Gering, unser großer Dichter, einmal gesagt hat, unsere Waffe ist unsere Unschuld. Oder unsere Unschuld ist unsere Waffe. Nun, wo in der Welt gibt es noch eine Republik, die das von sich behaupten kann? Ich frage, wo? Ich gehe. Ich auch. Wie geht's deiner Frau? Was soll das? Komm, gehen wir. Wie er stottert. Warum hast du mich verraten? Gehen wir. Schau, du! Warte! Na, warte! Nein, nein! Nicht alle gegen einen! Hör doch auf! Nein! Schweige! Komm. Du bist selber schuld. Ich will keinen Arzt. Ich kenne den Arzt. Sie haben recht.
Ich denke ans Geld immer. Er hat mir gesagt, meinesgleichen ist feige. Auch darauf habe ich geachtet. Ich wollte es nicht wahrhaben, was sie mir sagten. Aber es ist so, wie sie sagen. Sie ist tot. Die Signora? Einstein. André, sagen sie. Der Wirt habe ich mit eigenen Augen gesehen. Er war hier. Sie sind sein Zeuge. Schwarze da. Hier kannst du nicht bleiben. Wo kann ich bleiben? Ich habe den Stein nicht geworfen. Ich habe den Stein nicht geworfen. Du lieber tot als Untertan. Eigentlich ist es genauso, wie man sich hätte vorstellen können. Genauso. Von willst du? Von eurer Kapitulation. Handeln. Jetzt brauchen sie nur noch einen Sündenbock. Einer nur anders, sagen sie. Der hat nichts mit einer von drüben. Und schon gar nicht sein Kind. Es war einfacher damals, ja. Weil ich Angst hatte. Angst vor Andorra! Auf das für ein weißes Andorra.